jetzt mir mal sagen, was dieser sonore Bass soll. Scarlett Johansson spricht so tief. Scarlett Johansson spricht auch so viel tief. Höher. Nein, die spricht so tief, wie auch Tom Jones singt. Nein, denn die Tom Waits vielleicht. Tom Waits. Und selbst der spricht nicht so tief. Scarlett Johansson spricht wie jede normale Frau. Ach, wie spricht denn jede normale Frau? So wie ich zum Beispiel. Ach, so wie du zum Beispiel? Ja. Ja, gut, dann mache ich das eben so. Ja. Gut so. Guck mal, kaum mir geht auch nicht. Wieso? Das ist amerikanische Lässigkeit. Zieh dich an, zieh an, oder was? Zieh dich an, ey, guck dich an, wie du aussiehst. Und du guck mal, wie du hier rumtanzt. Ey, ey, jetzt ist was Scheiße. Ey, ja, ich hab mal gar nichts in dir, Buch. Weißt du was, ich will nicht sowas von ätzen. Ey, sowas zum Kotzen. Ey, easy. Ich komm hier gemütlich vom Set, du hast Nerven. Jetzt hör mir auf zu spielen im Coffee Break. Fuck you, ich komm nicht vom Set. Du kommst von uns, Dieter. Das kann man scheinen zum Äußersten. Kann man so sagen. Hörst du das auch? Ich höre nicht. Fuck, das ist Mila. Los, komm! So hast du das doch. Jesus! Was meinst spooky. Du? Na, dieser Schrei! Das hast du auch gehört? Wie, das war's nicht du? Swear to God. Fuck. Oh, John, die Hexe war bei dir. Du blutest. Mein Blut, dein Samen, das wäre schön. Oh, dear God, burn the witch. Hey, du blutest auch. Wir alle bluten. Es war ein großer Fehler, in diese Lande zu kommen. Oh, selten so eine unprofessionelle Kollegin. Nasenbluten spielen? Hey, wie können wir dir helfen? Ich kann mir selbst helfen. So wie du ausschaust, ist es glatt gelogen. Komm, lass uns zusammen schleimen. Sie sind widerlich. Aber das findest du doch anziehend. Du bist doch ein bisschen pervers. Alle Geschädigten sind ein bisschen pervers. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ja, was soll das heißen? Versager! Ja, was willst du eigentlich die ganze Zeit von mir? Ich will gar nichts. Was willst du denn eigentlich? Hast du dich das mal gefragt? Ich will hier ganz normal spielen, weißt du? Ich will ganz normal spielen. Und ja, meinst du, das ist nicht normal? Meinst du, das gehört nicht dazu, dass man als Schauspieler auch mal hier ein bisschen über die Grenzen gehen muss, oder was? Die Grenzen gehen ganz normal. Was willst du denn? Ich habe dieses Mikrofon da mir jetzt geholt. Du bist so gefasst, das wolltest du doch. Papis da. Was hat denn jetzt mein Kostüm damit schon wieder zu tun? Ja, denn das Kostüm ist die Seele des Schauspielers. Das ist schon wieder von mir. Ja, kannst du den Spruch noch nicht, oder was? Nee, kann ich aber nicht. Aber du hast doch gerade eben das selber ausgedacht. Ja, das merkt ja, man, dass du dir ausdenkst. Was du dir immer ausdenkst, ja, das toll. Das denke ich mir aus. Und wir haben da einfach nicht vor allem. Du bist ja gar nicht in der Lage, überhaupt was auszudenken. Pfeife echt. Aber Black Garden, das stimmt? Hitlers Sommerresidenz? Ja, okay, das wissen wir ja alle. Folterungen, Euthanasie, Gräueltaten und sonst? Also keine aktuelle Nazi-Aktivität, bist du sicher? Neonazis? Nicht in der Region? Goddammit!